wirklich zu viel, aber... Ja, und damit haben wir erstmal, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Venus Williams, Weltrekord in Sachen Aufschlaggeschwindigkeit gegen Mary Pierce, 205 Stundenkilometer. Im Spiel hört man die Perlen in den Haaren. Und das muss auch eine kleine Rolle spielen, dadurch, dass... Und nach vorn kommen, aber im Moment, da bevorzugt sie die Grundlinie, wie auch Lindsay Davenport. 90 der Einzug ins Finale der US Open. Und wenn wir die sechs Matches anschauen, weitaus der unbedeutendste von den sechs Turnieren, wo sie aufeinander getroffen sind. Williams gewinnt. Nicht leichter werden. Grundlinienduelle. Ja, was ich... Also vom Druck her nehmen sich beide nicht viel. Ich darf ihr keine Ruhephasen gönnen. Aus nicht gekommen wäre. Und das zeigt, glaube ich, wie wichtig. Gegen Nathalie Tussia. Grundstein zum Erfolg. Das ist das Spiel von Lindsay Davenport. So hatte sie sich das vorgestellt. Klasse gespielt. Erste Breakchance, gleich genutzt. Langweilig sein, das haben die ersten drei Spiele im ersten Satz gezeigt. Lindsay Davenport schlägt auf, ihr gelang kurz zuvor das erste Break in diesem Match. Sie führt. Der erste Netzer. Das ist es, das. Und damit musste sich jetzt. Zu der Zeit noch in der Highschool. Sie hat ja einen College-Abschluss, hat sich also Zeit gelassen. Und auch die Familie hat ihr die Zeit gegeben, sich zu entwickeln. 15. Power Return. Sie kann es auch mit. 40-30. Viertes Ass. 40-3. Also die Nummer 22 in der Welt. Das Jahr zuvor die Nummer 204. Ein Erfolgsweg, der sehr steil nach oben führt. Bei Venus Williams. Geht es ja in der kommenden Woche beim Turnier in Moskau. Dort wird Lindsay Davenport allerdings nicht mit dabei sein. Die einen Rümmel, die für Rümmel sorgen, weil sie sehr laut sind oder Sachen erfinden, die vielleicht nicht ganz stimmen. Das ist alles vielleicht, sie kommt damit sehr gut zurecht.
40:0, also Lindsay Davenport lässt hier nichts an. Gegen Nathalie Tosia hat Venus Williams im 2 erreicht und dann plötzlich eine ebenbürtige Gegnerin hat, aber zumindest im Halbfinale, da musste auch Venus Williams kämpfen. Der Druck erzeugt Gegendruck. Das ist wohl Lindsay Davenport heute. Für Davenport. Ja. Denn wenn man genau. Gut gestreut, guter Winkel. Sie muss es auch, wie man hier sieht, denn spielt sie quasi den. Sie muss sich wehren, kommt aber nicht dazu, ihrer Gegner. Starker Return. Voll getroffen. Geht mit. Machen kann. Da wächst der Druck nicht zu sehr. Ja, wenn sie sich so stellen kann zum Ball. Nochmal. Hervorragend gespielt von Lindsay Davenport. Schon früh. 30 beide. Lob an Williams. Gerade in dem Moment, wo sie es am meisten brauchte, konnte sie den ersten, einen 186 Kilometer ersten Aufstieg. Gegen die Laufrichtung ganz hervorragend gespielt. Wenn es nicht über sich hinaus wächst, wird sie dieses Match verlieren. Symptomatisch für dieses Match, der erste Aufschlag, keine Macht heute für Venus Williams. Und dann will sie keine Winkel, die Lindsay Davenport allzu sehr in Bewegung setzen. Sie kann sich gut stellen zu den Bällen und so kommt sie zu ihrem druckvollen Spiel. Dann greift die Netzkante mit ein, aber Williams beginnt.